Jüngste Aktivitäten führten uns hierher. Kuba. Direkt vor unserer Haustür. Eine verlassene Regierungseinrichtung im ländlichen Kuba ist zur Zentrale für Perseus geworden. Dort liegt wohl auch die gestohlene Bombe. Castro hat sicher zugestimmt. 20 Mäuse für jeden, der ihn vor mir erwischt. Wen? Castro oder Perseus? Egal. Wir lassen nicht zu, dass er die Bombe in die Staaten bringt. Es ist Zeit, Perseus auszuschalten. Endgültig. Team, regelt, was noch zu regeln ist. Nach dem Start gibt es kein Zurück. So, na gut. Sims. Woods, Mason. Vollgetankt und abfahrbereit. Aber Mason kennen wir doch noch, oder? Bereit? Siehst so aus. Ja. Augenblick. Mach's kurz, ich hab zu tun. Das stimmt. Unser Kontakt hat richtig gut geliefert. Was dich angeht, es wird allgemein erwartet, dass du alle Erwartungen übertriffst. Also aus der Tiefe meines Arsches, willkommen im Team. Aha, endlich akzeptiert. Ich bin nicht der Typ, der seine Meinung über Teammitglieder mit Untergebenen diskutiert. Sonst noch was? Planer ist Agent Azulai. Wir haben Lazar nicht wegen seines Charismas ausgewählt. Entschärfung ist seine Spezialität. Falls er sie nicht entschärfen kann, schafft ihr die Atombombe trotzdem da weg. Na, packt Ersatzhosen ein. Negativ. Selbst bei dieser Größe könnte Perseus uns wittern und versuchen, den Standort zu wechseln. In diesem Fall sind weniger mehr. Sie sind so gut, wie sie nur sein können. Die Geheimdienste versuchen seit Jahren, den genauen Standort von Perseus ausfindig zu machen. Dieser Typ existiert zwischen den Zeilen der Geschichtsschreibung. Nichts würde mir ein größeres Lächeln ins Gesicht zaubern, als dass du ihn persönlich erledigst. Ja, ich auf einmal, hä? Der Projektor steht in der Ecke, falls du dir die Einzelheiten nochmal ansehen willst. So, kann ich noch mit den anderen beiden reden? Mit Adler oder mit Park? Wo sind die überhaupt hingelaufen? Ah, hier ist der Projektor. Kuba! Das ist aber eine weite Reise. Oh, es hat geklingelt. Ich muss mal kurz pausieren. So, da bin ich wieder. Kleine Entschuldigung. Das war ein neuer Bad. Waschbecken. Unterschrank. Ja, kann man so nennen. So, Computer. Habe ich ja noch nie gesehen hier. Ah, das hatte ich kopiert, ne? Jetzt müsste das doch auch übersetzt sein. Schläfer, okay. In Atlanta, in Madison und Los Angeles. Dragovic, wer war das eigentlich nochmal? Verweigert. Das ist schon cool. Nur das Licht da unten nervt so ein bisschen. Kommen die denn alle her? Aus England, aus Carolina, Amerika, Pennsylvania, Amerika, England,
Wo genau? Ja, das, die Spiegelung nervt. Er kommt aus Alaska, Washington DC und der Adler kommt, weiß man nicht. Okay. Hier ist nicht mal ein Licht, was so leuchtet, also so blendet. So, haben wir neue Informationen. Neuer Beweis. Perseus. Exec. Ja gut, das wissen wir eigentlich alles. Hier ist was Neues. Ein Kerntechniker. So, dann konnte ich jetzt hier am Projektor, hat er doch gesagt, noch irgendwelche Fakten, oder? Ah, hier, guck. Sehr gut. Ja. Oh. Das ist doch der Regierungssitz vom Präsidenten in Kuba, oder? Das Regierungsgebäude. Meine, ich hätte das mal gesehen und... Also nicht live, ne? Irgendwo und es sah dem ähnlich. Überleg jetzt, bestätigen. Warnung, ja. Hastings hat Salt Lake City verlassen. Wir sind ihm bis nach Kuba gefolgt. Wir denken, Perseus hat die Atombombe dorthin gebracht. Wang Li glaubt, Castro könnte Perseus helfen, sie in die USA zu schmuggeln. Für einen Blick auf die Hardware, versteht sich. Dazu wird es nicht kommen. Was ist der Plan? Die letzte Spur von Hastings gab es 30 Meilen südlich von Havanna. Perseus versteckt die Atombombe vermutlich dort in einer verlassenen Anlage. Er will kein Aufsehen erregen, also rechnet mit moderaten Sicherheitsvorkehrungen. Ich sage einschlagen und einsammeln. Abspringen, Atombombe sichern mit dem Skyhook raus. Und wenn sie nicht dort ist? Ist sie. Perseus braucht Hastings nur aus einem Grund in Kuba. Zum Scharfmachen und Zünden. Also gut, Hudson kümmert sich inzwischen um die Evakuierung. Wenn alle bereit sind, kann es losgehen. So, wir waren hier in Vietnam. Im Ural, Kasachstan würde ich sagen. In Moskau, in Berlin, in Kuba. Typische Station dran. Des Kalten Krieges, ne? Wir sind früh. Adler sollte hier jeden Moment... Park, wir sind in Position. Bestätigt. Rücken vor zur Flanke. An alle Teams, wir gehen schnell und entschlossen vor. Findet Hastings, sichert die Bombe und dann nichts wie raus. Kurz, reißt den Laden nieder. Wird ja auch Zeit. Los, los, los! Nach dir, Bell. Oh. Ein beschissenes Uhrwerk. Alle Teams, auswärmen! Zum Haupttor vorrücken! Gute Deckung! Lade nach! Kannst du schon! Kannst du schon!
Jetzt? Ich dachte, ich muss da vorziehen. Aber die Schüsse, die müssen noch nicht so in Zeitlupe kommen. Keine Muni mehr. Boah, was? Von hinten. Was ist denn das hier eigentlich Feines? Wie viel Schuss hat er? 5. Boah, gerade so. Ja, ich möchte erstmal so ein bisschen scopen von hier. Ah, ich wollte da rüber springen, verdammt. Feinde werfen Rauch. Sie sind in Bewegung. Wir werden flankiert. Oh, jetzt habe ich keine Pistole mehr. Noch einer, der scoped auch nicht da oben auf dem Dach. Ah, okay, gerade so. Boah, der war echt ein bisschen schräg. Ist doch gar keiner dran an dem. Boah. Ja, mein Gott. Haben die den? Ja, dann macht gleich mal die andere auch noch voll. Wie heißt das Ding? Tundra. So, warte mal, welche finde ich denn eigentlich besser? Die Tundra finde ich besser, die behalte ich. Boah, das war jetzt ein komischer Ruckler, ey. Da war ich übelst verwirrt. Das klang auch komisch. Ich dachte, das Spiel kackt ab. Dein Team rechts herum. Verstanden. Jo! Ihren Job erledigt. Scheiß Belohnung.